Hallo Freunde, willkommen zurück in Flemington in unserem neuen Krankenhaus, das wir gerade dran sind aufzubauen. Hier wartet jemand auf Diagnoseabschluss. Eine unserer Patienten, Samantha Mullet, hat Diagnose aber nur zu 90% sicher. Wir können sie bitten zu warten. Wir behandeln die. Dann schauen wir mal, wo die behandelt werden muss. In der Zeit können wir uns trotzdem um einen neuen Diagnoseraum kümmern. Und zwar, was haben wir denn noch nicht? Wir haben eine Kardiologie, eine Allgemeindiagnose. Und wir bräuchten allerdings noch vielleicht eine Flüssigkeitsanalyse. Gehört nämlich auch zur Diagnose, sehr gut. Gucken wir mal, ob wir die hier hinbauen. Ob das passt, ja. Bauen wir die hier hin. Dann drehen wir das. Dass sie natürlich so wenig wie möglich laufen müssen. Und machen noch eine. Was sind hier Server? Forschungsvermögen. Okay, das brauchen wir hier wohl nicht. Wir bräuchten allerdings einen großen Heizkörper. Können wir einen Trinkbrunnen hinstellen, einen Süßigkeitenspender und einen Stuhl. Unsere Standardausrüstung. So, was ist hier das Problem? Wer ist hier gerade gestorben? Ist hier gerade jemand abgekratzt? Ja, hier in der Apotheke. Okay, passiert. So, ich glaube, wir brauchen hier noch ein bisschen Bänke. Wir haben hier irgendwie zu wenig Bänke. Wir brauchen Bänke. Wie viele Hausmeister haben wir denn aktuell? Haben wir nur einen? Schauen wir mal. Hausmeister. Haben wir nur einen? Eingestellter einen. Ja, das ist natürlich zu wenig, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen den hier. So, dann müssen wir nämlich gucken nach Zimmer. Objekt. Was haben wir denn hier noch? Notfall. Graue Anatomie. In der Farbtherapie habe ich noch nicht. Psychiatrie. Patienten nach Hause schicken. Befördern. Okay, jetzt haben wir hier natürlich langsam, kriegen wir hier ein kleines Problem. Wir machen mal ganz kurz Pause. Denn wir kriegen hier schon wieder Nachrichten ohne Ende. Zeitbegrenzung, befördere 3 Mitarbeiter. Das nehmen wir natürlich an. Eine Psychiatrie benötigt. 6000, ja, denn das machen wir. Wir bauen jetzt hier noch eine Psychiatrie. Und zwar hier unten hin. Oh, so natürlich nicht, ne? So baut man keine Psychiatrie. Man vergrößert die so. Wir bauen nochmal das kleinstmögliche vorerst. Drehen das. Stellen das hier hin. Stellen das hier hin. Machen ein K- minus plus Ausstattungslevel. Guck mal, hier machen wir noch ein Desinfektions. Rein. Hier auch Desinfektion. Einen Heizkörper. Einen Trinkbrunnen. La. Ich weiß gar nicht, die wollen trotzdem, ne, auf Stühlen sitzen, obwohl er einen fetten, coolen Sessel hat. Aber wir stellen den trotzdem mal einen Stuhl rein. Und dann sollten wir auf jeden Fall jetzt mal, wenn wir erstmal weitermachen, eine Bank hier herstellen und dann uns gleich noch um die Heizungen kümmern. Ja, der Geist wuselt da noch rum. Bräuchten auf jeden Fall noch einen Geisterjäger und noch ein Arzt.
der auch Psychiatrie kann. Stell mal den hier erstmal ein. Genau, und dann werden wir mal schauen. Arzt, Assistenzpraktikant. Okay, was habe ich denn hier noch? Pflege. Jetzt muss ich mal ganz schnell schauen, erst einmal, bevor ich jetzt hier wilde Sachen mache, wie unser Personal aktuell aufgestellt ist. Also, wir haben Ärzte. Der ist gerade beschäftigt. Der ist jetzt gerade in der Allgemeinmedizin, die Sophie Mason. Und wen kann ich da jetzt da weiterbilden? Ach, das ist ein Assistenzpraktikant. Okay, ein Assistenzpraktikant. Dann schauen wir mal Personalassistentin. Das ist der Zuckinger, ne? Der Zuckinger. Genau. Der Zuckinger kriegt natürlich Kundenbetreuung. Von außerhalb. Und wir müssten auf jeden Fall einen noch einstellen, eine Assistentin. Assistentin. Genau, dann stellen wir doch die hier ein. Oder den, Entschuldigung, immer dasselbe. Da warten nämlich schon zwei Leute wieder. So, dann benötigen wir auf jeden Fall noch einen Hausmeister. Erste Krankenpfleger, noch eine Krankenpfleger, der sieht gut aus, der hat kann auch schon Station zur Not. Genau, so jetzt kümmern wir uns ganz kurz, kümmern wir uns um die Heizung. Ja, dass es hier auch schön warm bleibt. Und zwar hier. Oh, ist das jetzt zu heiß? Wollen es ja nicht zu heiß haben. Ist das so in Ordnung? Das ist eigentlich auch in Ordnung. Oh ja, Wasser lassen. gut mitgedacht. Wir haben noch nicht mal eine Toilette. Wir bauen jetzt hier eine Toilette rein. So. So, dann machen wir da ein Waschbecken rein, ein Handtrockner, eine Mülltonne hier vorne hin, ein Desinfektionsspender und einen kleinen Heizkörper müsste eigentlich reichen. So, ja, irgendwas stimmt hier nicht. So. Natürlich, Mann. Also wirklich. Sowas sollte ja einem nicht passieren. Gut, der Assistent wird weitergebildet. Ausgebildet. Und ich glaube, wir bauen uns direkt nochmal eine Arztpraxis. So. Ich glaube, die bauen wir jetzt mal so um. Ist das nicht besser? Das ist, glaube ich, egal wie rum. Bauen wir das hier hinten hin. Bauen hier einen Desinfektionsspender. Einen Trinkbrunnen. Ein Happa Happa. Und einen Stuhl, dass er sich da setzen kann. Und eine Heizung. Er müsste aber auch trotzdem eine kleine reichen. Ja, ich habe immer noch keine immer noch keinen Geisterjäger. Das ist richtig. Ich habe noch keinen Geisterjäger. Da ist wieder jemand gestorben. Das sollten wir jetzt mal pimpen hier, das Ding. Wir schauen jetzt mal. Hier, was haben wir denn? Pfleger. Leitender Hausmeister. Leitender Hausmeister machen wir auf jeden Fall mal zum Geisterjäger.
Wir brauchen einfach einen Geisterjäger jetzt. Sonst wird das ja hier gar nichts. Den bösen Geistern. Oh, wir können wieder jemanden. Nee, weiterbilden geht gerade nicht. Weiterbilden geht gerade nicht. Hier benötigen wir noch ein Hoppi-Hopp. Okay. Wir wollten eine Psychiatrie bauen. Haben wir gebaut. Okay, alles klar. Das hat gepasst. Eieiei. Okay. Brauchen auf jeden Fall jetzt noch einen Pausenraum. Bauen wir erstmal einen ganz kleinen, süßen Pausenraum. So, das müsste erstmal reichen. Hauptsache, die haben einen Pausenraum. Die danced, okay. So. Genau, ich glaube, wir stellen uns gleich nochmal einen Hausmeister ein. Falls Sie es jemals wagen sollten, uninformiert statt uniformiert zu schreiben, lege ich meine alte Paradeuniform an und mache Jagd mit meinem Bajonett. So. Zu viel zum Thema uninformiert. Uniformiert. Genau, die suchen Pausenraum, oder? Oder will in die Pause? Hinten ist ein Pausenraum. Da fehlt der Arzt. Der Gesundheitsinspektor ist da. Ich muss ganz schnell auf die Toilette hier. Da gibt es keinen Stau. Da kann es keinen Stau geben. Das wird gerade gepimpt. Okay, Psychiater ist da? Nee, da ist bloß einer. Da sind es zwei. Okay, schließe Entwesungsanlage Forschungsprojekt ab. Okay, in dem Fall brauche ich jetzt auf jeden Fall schon eine Forschung. Sonst kann ich diese Anlage gar nicht erforschen. Ich müsste aber nochmal einen Arzt einstellen. Ich habe irgendwie zu wenig Ärzte. Oder die sind zu beschäftigt. So. So, wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's hier aus? Habe ich hier gerade volle Bude? Nein. Habe ich hier volle Bude? Nein. Hier. Da ist überhaupt gar niemand drin. Dann pimpen wir das gleich mal. Und werden gleich den nächsten ausbilden hier. Pflegeschüler, Medizinstudent. Okay, jetzt habe ich zwei Arztpraxen. Jetzt müsste ich mal kurz mein Personal anschauen. Am besten die Ärzte. Ja, dann bräuchte ich auf jeden Fall nochmal eine Allgemeinmedizin. Da nehme ich doch die Medizinstudentin. Die soll erstmal Allgemeinmedizin. Ne, das soll der jetzt nicht machen. Okay, die ist schon in Behandlung. Dann schicken wir sie mal nicht nach Hause. Befördern. Der regt sich auf, weil der Kasten nicht funktioniert. Okay, also wir wollten einen Forschungsraum bauen, dass wir direkt anfangen können zu forschen. Hey, es braucht ganz schön Platz, das Ding. Hey, hallo, was ist jetzt passiert? So. Nein, nein, ich will nicht Minus, ich will Plus. Okay. So. Wir stellen trotzdem mal einen zweiten rein. Erstmal. Und fangen denn dort direkt an zu forschen. Da brauche ich die Entwesungsanlage. Okay. Na, dann starten wir das Projekt mal. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Arzt, den wir forschen lassen können. Den haben wir natürlich hier nicht, aber den könnten wir schon mal einstellen. Ich glaube, den könnte ich später sowieso gebrauchen. Ich habe zwei Beförderungen. Das passt mir ja gerade rein, oder? Dann schaffe ich nämlich auch, dass unserem Kollegen hier unsere Anforderungen, Herausforderungen, 3 Mitarbeiter befördert. Jawohl. So, jetzt bräuchte ich nur noch einen Arzt, der forschen kann.
Ja, hier ist nichts los. Muss mal irgendwie mehr Leute... Ja, nee, das hilft ja gar nichts. Das Ding wird gerade gepimpt. Da wartet einer. Hier gibt's nichts zu pimpen. Aber das müssen wir auf jeden Fall noch aufrüsten. Das werden wir machen, sobald das hier fertig ist, rüste ich das hier auf. Und sobald ich einen Arzt einstellen kann, der forschen kann. Oh, der kann hier super forschen. Was kann er noch? Diagnose ist mir aber eindeutig zu teuer. Den hauen wir mal weg. Den hauen wir auch mal weg und den hauen wir auch weg. Krankenpfleger hauen wir auch weg. Brauchen wir nicht. Ui, das ist ja schon High-End hier, oder? Das ist schon High-End. Der Pfleger. Assistent meine ich. Okay, ich glaube, wir brauchen trotz allem nochmal einen Assistenten. Da ist gerade nur ein Arzt. Okay, wie viele Assistenten haben wir denn? Krankenpfleger meine ich doch. Hier, gut. Stellen wir nochmal einen Krankenpfleger ein. Und pimpen das hier als nächstes. Wie wir es gesagt haben. Schauen wir mal. Personal, Psychiatrie, okay. Entwesungsanlage, Patient nach Hause schicken, Beförderung, ja, können wir machen. Wir können die auch warten lassen, glaube ich, falls wir nochmal so einen Auftrag kriegen. Okay, da ist ziemlich kalt, entschuldigt, da muss natürlich eine Heizung rein. Da muss natürlich eine Heizung rein und da unten muss auch eine Heizung rein. Und schon habe ich wieder alles vergessen, was ich machen wollte, sozusagen. So. Befund, Begutachtung. Okay, ja, super. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Nein, den müssen wir nach Hause schicken. Denn wir haben noch keinen Arzt, der forschen kann. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall jemanden, der forschen kann. Was haben wir? Pflegeschüler? Nein. Was haben wir hier auch? Pflegeschüler? Arzt? Assistent? Nachwuchsschwester? Na gut, dann nehmen wir den Arzt. Die Assistenzärztin und geben der Allgemeinmedizin 3. Oder 2, besser gesagt, verdammt. Ja, und dann Stück für Stück erarbeiten wir uns alles, was wir benötigen. Wir bräuchten bloß noch einen Arzt, der forschen kann. Haben wir 5? Nee, keine 5 Ärzte. Kann da einer forschen? Nein, da kann niemand forschen. Die kann auf jeden Fall nicht forschen. Wen verbilden wir hier? Da sind 4 in der Warteschlange. Da geht's ziemlich ab hier. Also am Geld mangelt's wohl nicht. Ich meine nicht an unserem Geld, sondern am dem Geld in Flemington. Gut, den Rest werden wir das nächste Mal machen. Wir haben ein volles Krankenhaus. Wir haben deutlich wieder mal zu wenig Krankenpfleger. Kann doch gar nicht sein. Die sind alle wahrscheinlich in der Pause am Chillen oder sonst wo. Wir werden uns beim nächsten Mal drum kümmern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.